Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge täglich grüßt der Hundetrainer. Mal wieder bei mir aus dem Auto. Nach längerer Zeit komme ich endlich wieder dazu, vernünftig Videos aufzunehmen. Es war sehr stressig, es war sehr grau. Ich habe wieder Einzelstunden, ich kann wieder arbeiten und die Sonne scheint. Perfekt also, um euch wieder Videos zu machen. Heute geht's um 10 Fakten rund um Zecken. Los geht's! Wir wollen uns heute über Zecken unterhalten und zwar habe ich mir überlegt, dass wir einfach mal 10 Fakten überprüfen und ein bisschen was dazu sagen. Denn es gibt ganz viele Dinge, die immer wieder ja, rund ums Thema Zecken in Frage gestellt werden. Es gibt Mythen, es gibt Dinge, die ja, der eine oder andere vielleicht nicht weiß. Wollen wir mit unserem ersten Punkt anfangen, das Thema Zeckensaison. Immer wieder höre ich noch, ja, es ist ja jetzt keine Zeckensaison. Das ist leider Gottes nicht ganz richtig. Das Klima hat sich mittlerweile bei uns stark verändert. Zecken und viele Zeckenkrankheiten sind auf dem Vormarsch. Wenn man das auf der Weltkarte sich anschaut, dann wandert das immer weiter nach oben. Und so ist es auch bei uns. Über die Hälfte von Deutschland hat mittlerweile keine wirkliche Ruhephase mehr von Zecken, sondern Zecken kommen ganzjährig vor. Je ländlicher, je weltlicher ihr lebt, je wärmer es bei euch ist, desto eher habt ihr auch im Winter Zecken. Also, bitte unterschätzt das nicht, es gibt keine Zeckensaison. In den allermeisten Gebieten in Deutschland besteht also auch im Winter die Gefahr, sich Zecken einzufangen, egal ob jetzt ihr oder der Hund. Kommen wir zum zweiten Fakt oder zum zweiten Mythos in diesem Fall. Zecken fallen von Bäumen. Ja, nur wenn sie mit Tarzan verwandt sind. Zecken fallen nicht von Bäumen. Das ist nicht wie bei Vampiren, die aus der Luft geflogen kommen. Zecken sitzen hauptsächlich in hohem und tiefem Gras und lassen sich da in Anführungsstrichen vom neuen Wirt mitnehmen. Ihr streift an dem Gras entlang und die Zecke sitzt auf eurem Körper. Also, überall da, wo es hohes Gras gibt, Büsche, Wildwuchs einfach. Überall da könnt ihr Zecken bekommen. Je wilder die Wiese ist, je ungepflegter in Anführungsstrichen die Wiese ist, bezogen auf kurzgemäht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Zecken habt und dass ihr Zecken kriegen könnt. Die fallen nicht von Bäumen. Aber in waldigen Gebieten, in sehr natürlichen Gebieten, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es da eine höhere Zeckenpopulation gibt, größer. Denn da gibt es auch mehr Wirte. Irgendwo auf einer gepflegten Wiese gibt es einfach nicht so viele potenzielle Wirte und somit potenziell auch nicht so viele Zecken. Im Wald gibt es Wildschweine, Rehe, Kaninchen, Wildtiere, ihr, euch, euren Hund. Es gibt so viele Möglichkeiten im Wald für die Zecke zu überleben, dass natürlich die Population da größer ist. Also je höher das Gras und je wilder in Anführungsstrichen die Umgebung, desto mehr Zecken kommen davor und sie lassen sich vom Gras von euch mitnehmen und fallen nicht vom Bäumen. Und das ist auch gleich schon unsere Überleitung zum dritten Punkt. Herr Müller und Frau Schulze können ihre Hunde und ihre Zeckensituation nicht vergleichen. Es ist unmöglich, einen Vergleich zu ziehen zwischen einem Hund, der in Hamburg, Köln oder München im gepflegten Stadtpark ständig spazieren geht, wo die Wiese nur so hoch gemäht ist, zu einem, der in der tiefsten Eifel irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern in der Seenplatte oder irgendwo einfach mitten in der Natur lebt. Keine Situation ist vergleichbar, sofern nicht die Umgebungsvariablen die gleichen sind. Ein Kölner Hundebesitzer, der im gleichen Park spaziert, könnte das vergleichen mit einem Kölner Hundebesitzer, der im gleichen Park spaziert. Aber nicht, der Kölner kann es schon nicht mit dem Hamburger vergleichen, weil vielleicht sind in Köln die Parks viel gepflegter, vielleicht sind sie in Hamburg viel wilder, vielleicht wird in Köln irgendetwas eingesetzt, was dafür sorgt, dass gar keine Zecken sich so ansiedeln, weil da irgendwie mit irgendwelchen Mitteln gearbeitet wird, vielleicht in Hamburg nicht. Wichtig ist hier zu verstehen, Stadt und Land könnt ihr nicht vergleichen. Je ländlicher und je natürlicher ihr wohnt, desto eher habt ihr Probleme mit Zecken, denn desto mehr Zecken gibt es einfach. Das hatte ich ja eben erklärt. Hört also bitte nicht auf diese Vergleiche im Internet. Ja, ich mache das mit dem und dem Mittel und ich habe nie Zecken. Ja, weil dein Hund vielleicht nie den Weg verlässt und immer auf einer geraden und gemähten Wiese unterwegs ist, während mein Hund 3 Stunden im Unterholz im Wald stöbert. Das ist ein großer Unterschied. Vergleichbarkeit meistens nicht gegeben. Beim vierten Punkt wollen wir uns mal überlegen, was überhaupt beeinflusst, ob euer Hund Zecken bekommt oder nicht. Da gibt es nämlich ganz, 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 ganz viele Faktoren. Nicht nur die Umwelt und die Umgebung, die wir gerade schon im dritten Punkt besprochen haben, nicht nur das Mittel, das ihr vielleicht nutzt, sondern auch viele andere Faktoren. Habt ihr einen großen, langbeinigen, kurzhaarigen Hund, ist das eine andere Geschichte, als wenn ihr einen kleinen, langhaarigen Hund habt. Zum Beispiel, der Körpergeruch eures Hundes spielt eine Rolle. Das Fell, die Größe, die Gesundheit, ob er viel im Wasser ist oder wenig, das Wetter.
Es gibt also viele Faktoren, die bestimmen oder beeinflussen, in welchem Maße ihr mit Zecken in Kontakt kommt. Und das sind nicht nur Umgebung und die Mittel, die ich benutze, sondern viele, viele, viele andere. Das ist wichtig zu wissen. Langes Fell, großer Hund, Unterschied zu kleinem Hund, kurzem Fell oder umgekehrt. Ja? Also, Faktoren, die das beeinflussen, Geruch, Fell, Größe, Alter, Gesundheit, Wetter, geht dein Hund viel ins Wasser, spielt er nur Bällchen auf der flachen Wiese, ganz, 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 ganz viele Faktoren. Hört also nicht unbedingt nur darauf, wenn einer sagt, bei mir funktioniert das mit dem und dem Hausmittel super, das ist alles. Nein, das ist einer von vielen, vielen Bausteinen. Fakt 5. Chemie ist gefährlicher als die Krankheit. Nee, es gibt so viele Krankheiten, die durch Zecken übertragen werden. Von Borreliose, Babesiose bis hin zu FSME. Alle diese Krankheiten haben ein richtig schlimmes, richtig, richtig, richtig schlimmes Krankheitsbild. Wer mal einen Hund gesehen hat, der zum Beispiel die Babesiose hatte, der löst sich von innen auf. Das ist so ein grauenvoller Tod. Also dem versagen die Organe, der fängt an innerlich an zu bluten und du kriegst es nicht mehr mit. Also halten wir bitte fest, fast alle Krankheiten, die von Zecken übertragen werden, haben einen richtig, richtig schlimmen Krankheitsverlauf. Das ist, nichts davon ist schön. Wirklich nicht. Ja, Chemie hat im Zweifel Nebenwirkungen. Aber A, sind die Chancen, diese Nebenwirkungen zu kriegen, deutlich geringer. Und B, sind die Nebenwirkungen in den allermeisten Fällen deutlich geringer. Genaue Zahlen dafür jetzt auszugraben, macht keinen Sinn. Denn das würde das Video um Längen sprengen. Ich habe schon mal ein Video zum Thema Zecken gemacht, was hilft wirklich. Und da bin ich ein bisschen mehr auf die Zahlen eingegangen. Da könnt ihr mal nachsuchen. Schaut euch das an. Unter Punkt 5 fassen wir also zusammen. Krankheitsverlauf ist immer Kacke. Die Krankheit hat immer einen schlechten Verlauf, immer einen schlimmen Verlauf. Während die chemische Behandlung mit irgendeinem Mittel, egal welches es ist, längst nicht immer einen schlimmen Verlauf hat, sondern sehr, sehr selten sogar. Die Dinger müssen ja einen gewissen Test bestehen. Punkt 6. Wenn die Zecke beißt, ist dein Hund sofort krank. Nein. Ganz häufig wird vor allem, wenn es um die Mittel geht, argumentiert, dass Mittel, die repellierende Wirkung haben, also dafür sorgen, dass die Zecke gar nicht erst anbeißt, viel besser sind, weil die anderen Mittel, wenn die Zecke anbeißt, dann kann sie ja schon Krankheiten übertragen und die wirken ja erst nach 2 Stunden und so. Das ist Quark. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Übertragung von Krankheiten durch die Zecke zwischen 12 und 24 Stunden braucht. Erst in diesem Zeitraum wird eine Krankheit übertragen. Das heißt, alles, was vorher schon eine Wirkung zeigt, sorgt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dafür, dass euer Hund sich diese Krankheiten nicht einfängt. Also, nicht, wenn euer Hund gebissen wird, hat er direkt eine Krankheit und schon gar nicht hat er immer, wenn er gebissen wird, eine Krankheit. Das ist beides Quatsch. Punkt 7. Der effektivste Schutz gegen Zecken. Hier gibt es jetzt ganz viele, die sagen, das und das und das und das Mittel ist besser als das und das ist völlig egal, was da gesagt wird. Das effektivste und einfachste Mittel und auch das Mittel mit den wenigsten Nebenwirkungen, mit den wenigsten Gefahren, die es mit sich bringt, ist, euren Hund nach dem Spaziergang einfach nach Zecken abzusuchen. Klingt einfacher als es ist, wenn du einen Bernardiner hast, der 90 Kilo wiegt und irrsinnig langes Fell hat. Aber wer seinen Hund regelmäßig absucht, mindert die Gefahr, dass sich Zecken annisten oder aber noch Schlimmeres passiert, enorm. Nach jedem Spaziergang, wenn ihr in einem ungepflegten Gebiet unterwegs seid, wo die Wiese hoch ist, wenn ihr im Wald unterwegs seid, sucht euren Hund ab. Streicht ihn einmal mit den Händen ab, fummelt mal so ein bisschen durchs Fell, schaut einfach, ob ihr was findet. Das ist der erste Schritt in der Prävention, dass eurem Hund durch die Zecke nichts passiert. Denn wenn ihr vorher einfach absammeln könnt, dann ist es gut. Punkt 8. Zecken richtig entfernen. Hier gibt es jetzt ganz, ganz viele Mittel. Der eine mag das lieber, der andere das lieber. Da spricht auch nichts dagegen, wenn man A, B oder C nutzt. Hauptsache, ihr kommt damit zurecht. Aber es gibt unterschiedliche Optionen. Ihr könnt mit Pinzetten arbeiten, mit Zeckenkarten, mit Zeckenlassos, mit Zeckenhaken. Das ist alles in Ordnung. Wichtig ist, das Beste und Ungefährlichste ist immer eine mechanische Entfernung. Es gibt verschiedenste Varianten. Ich nutze dafür immer so grüne Haken, die kriegt ihr in jedem Tierladen, Fressnapf, Zoo und Co., wie sie nicht alle heißen. Mit denen komme ich am besten klar. Das heißt aber nicht, dass ihr damit nicht gut klarkommt. In der Huta benutzen meine Mitarbeiter zum Beispiel sehr, sehr gerne Pinzetten. Manch einer hat auch lange Fingernägel und kann es mit den Fingernägeln machen, wenn der da keinen Ekel vor hat. Ich würde das nicht machen. Aber was wirklich absolut keine Option ist, ist kaputtquetschen, Feuerzeug, Haarspray, diesen ganzen Quatsch, lasst bitte sein. Schaut, dass ihr eine saubere, mechanische Lösung findet, die Zecke zu entfernen. Und nein, es ist nicht schlimm, wenn das Beißwerkzeug da drin stecken bleibt. Das kann mal passieren und bei einigen Hunden kann sich das verkapseln, bei den allerwenigsten passiert mehr. Das ist in der Regel nach 1, 2, 3 Tagen wieder raus. Und wenn nicht, könnt ihr immer noch zum Arzt gehen und die können das da rausholen. Solange sich das nicht entzündet, ist alles in Ordnung. Und das tut es nicht. Der Milan hat auch 1, 2
Stellen, wo so ein bisschen, das einfach so ein bisschen verhärtet ist. Das ist gar nicht so tragisch, das ist wie ein Mückenstich bei uns, der nicht mehr so richtig weggeht. Wenn das Beißwerkzeug da drin bleibt mal, ist das nicht so schlimm. Wenn euch das aber häufiger passiert, solltet ihr vielleicht ein bisschen üben, wie man die Zecke rauskriegt. Wichtigster Tipp ist, nicht ziehen. Drehen ist meistens effektiver. Ihr braucht keine Kraft, ihr braucht nur Geduld. Mechanische Entfernung, das ist das Wichtige. Der 9. und wohl kontroverseste Punkt beschäftigt sich mit alternativen Mitteln gegen Zecken. Da gibt es so viele Ansätze von Bernsteinketten, Kümmelöle, Schwarzkümmelöl und weiß der Geier nicht was, Kokosfett, Knoblauch, Babypuder, was da nicht alles. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich fasse das jetzt nur kurz zusammen. Zu keinem dieser Mittel, mit der Ausnahme von Kokosöl oder Kokosfett, kommen wir gleich dazu, gibt es irgendeinen Nachweis, dass die funktionieren. Das sind alles nur Hörensagen-Geschichten und da sind wir wieder bei unserem Punkt 3. Ihr könnt Stadt und Land nicht miteinander vergleichen. Wenn ihr in der Eifel wohnt, werdet ihr euren Hund mit Bernsteinketten schmücken können, das interessiert die Zecken einen Scheiß. Wenn ihr in Köln wohnt, kann das sein, dass ihr das Gefühl habt, die Bernsteinkette hilft, aber der hat halt nie Kontakt mit Zecken. Also, zu keinem dieser alternativen Hilfsmittel mit Ausnahme von Kokosöl gibt es auch nur irgendeinen Anhaltspunkt, dass es eine Wirksamkeit hat. Bei Kokosöl gibt es eine Studie, die nahelegt, dass Zecken meiden, den Hund zu wählen, wenn er mit Kokosöl eingerieben ist. Das hat was mit dem Geruch zu tun. Könnt ihr in dem anderen Video, das ich gemacht habe, auch nachhören. Da erkläre ich das ein bisschen genauer. Aber dazu ist ganz wichtig zu wissen, ihr müsst den richtig, richtig dick mit Kokosöl einreiben. Und zwar immer wieder. Der muss quasi glänzen wie eine Speckschwarte und riechen wie ein Kokosnussbuffet. Wenn der schwimmen geht, ist das alles weg. Wenn der sich wälzt, ist das alles weg. Und im Worst Case schwöre ich euch, ist noch keine Zecke vor dem Kokosöl duftenden Hund verhungert. Das ist wie Kinder, die mögen keinen Rosenkohl, aber wenn es nichts anderes gibt, bevor sie verhungern, essen die auch den Rosenkohl. Wenn die Zecke keine Wahl hat und es einfach in Tagen keinen Wirt mehr gab und jetzt kommt euer Kokosölwirt, dann wird die im Zweifel auch nicht überlegen. Wenn sie die Wahl hat, dann vielleicht schon. Aber dazu mehr in dem anderen Video zum Thema Zecken. Ich verlinke es unten. Und zu Babypuder und Knoblauch brauche ich nichts sagen. Die ganzen Ansätze, Bernsteinketten sollen elektrostatisch aufladen, das ist alles Humbug, das ganz im Ernst. Wer glaubt denn bitte, dass Babypuder hilft gegen Zecken? Oder noch schlimmer finde ich Knoblauch. Knoblauch ist für Hunde sogar schädlich, wenn es zu viel wird. Also alternative Mittel, schaut im Zweifel das andere Video, da erkläre ich, wie sinnvoll die wirklich sind und welche Daten dahinter stehen. Der letzte Punkt ist einfach nur nochmal ein Hinweis zu dem Video, das ich gemacht habe. Schaut da mal rein, schaut einfach, googelt Startfälle Zecken oder guckt in die Beschreibung und guckt euch das Video an. Und ihr könnt auch super gerne bei Dr. Karim mal vorbeischauen, den findet ihr auf YouTube unter der Tierarzt. Denn der hat gesundheitlich mal unter die Lupe genommen, wie gefährlich sind manche Mittel. Ne? Man hört ja mal, das Mittel ist tödlich für Hunde. Und das. Schaut einfach, wenn ihr euch informieren wollt, dass ihr nicht immer, ich sag mal, im gleichen Forum euch informiert, dass ihr nicht immer auf die gleichen Posts reinfallt. Nehmt unterschiedliche Quellen und zieht euch da die Informationen zusammen. Die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Ihr habt jetzt in meinem Video 9 andere Punkte kennengelernt, die so ein bisschen das Ganze relativieren, die aufzeigen, dass der Hund, der in Hamburg durch den Park läuft, nicht vergleichbar ist mit dem Hund, der im tiefsten Harz durch den Wald rennt. Das ist eine ganz andere Welt. Dem einen mag das Kokosöl helfen, dem anderen sicherlich nicht. Also, bitte informiert euch vernünftig. Es gibt keine Zeckensaison, die fallen nicht von Bäumen. Stadt und Land könnt ihr nicht vergleichen. Jeder Hund ist anders. Jeder hat andere körperliche Voraussetzungen, Umgebungsvoraussetzungen. Nicht jeder Hund hat die gleiche Gefahr, sich mit Zecken zu infizieren. Die Krankheiten sind auf jeden Fall gefährlicher als alle Mittel, die ihr für euren Hund nutzen könnt. Und die Krankheitsverläufe sind auch wirklich richtig scheiße. Krankheiten werden nicht sofort übertragen und auch nicht jedes Mal, sondern erst nach 12 bis 24 Stunden. Der effektivste Schutz ist tatsächlich, euren Hund abzusuchen nach dem Spaziergang. Wählt eine für euch passende Variante, die Biester im Zweifel mechanisch zu entfernen. Macht das mit Geduld und nicht mit Kraft. Informiert euch über die Sachlage bei alternativen Mitteln mal vernünftig und schaut mal bei mir oder bei anderen YouTubern rein, die dazu was erzählen. Oder aber einfach mal bei einem Tierarzt wie Dr. Karim. Natürlich wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber seinen Hund vor Zecken zu schützen, sollte absolute Priorität für jeden haben. Je ländlicher ihr wohnt, desto mehr solltet ihr darauf achten. Und lieber gibt es da ein wirksames Mittel, auch wenn es vielleicht auf chemischer Basis ist, als dass mir mein Hund in einem langen, langen Leidensweg vor die Hunde geht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das habe ich alles erlebt. Das ist wirklich nicht schön.
Ich hoffe, die 10 Punkte zum Thema Zecken haben euch geholfen, so ein bisschen mehr Klarheit zu finden, so ein bisschen mehr euch zu informieren. Wenn ihr nicht schon angefangen habt, dann macht es jetzt, weil das Frühjahr kommt und bald seid ihr alle dran. Mit Zecken habt ihr alle dann Kontakt, egal wo ihr wohnt. Zu guter Letzt noch, abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen hoch, teilt es gerne und wenn ihr möchtet, folgt mir auf Instagram unter dirkbiller_hundetrainer. Ich bin raus. Tschüss.